Mokfar Schenk, Ryska Habertürk und Kunz. Die Athletinnen sind jetzt unterwegs und Anina Fahr schon zwei Schritte vor Habertür und Ruska. Aber Debbie Schenk mit einem guten Start, zurzeit auf Platz 2. Debbie Schenk hinter Anina Fahr und vor Alize Ruska. Und noch eine Hürde für Anina Fahr auf Bahn 4. Ein bisschen Stabilität verloren an der letzten Hürde und sie gewinnt das Rennen in inoffiziell 58,75 vor Debbie Schenk und Alize Ryska. Und ich bin neben der Zeit von Anina Fahr, die wir jetzt gesehen haben, noch gespannt auf die Zeiten von Debbie Schenk,